Gut, nun geht es zur AHS-Matura vom Jänner 2023. Aufgabe 1. Summe und Produkt zweier Zahlen. Für die zwei Zahlen A und B mit A und B sind aus den reellen Zahlen gilt A plus B ist gleich A mal B. Aufgabenstellung. Begründen Sie allgemein, warum es unter dieser Voraussetzung nicht möglich ist, dass sowohl A als auch B negativ sind. Naja, sind A und B negativ, so ist die Summe, das ist also links, negativ und das Produkt, naja, ist positiv. Negas minus mal minus ist plus, okay. Da, okay. Daher nicht möglich. Einer Gleichung, wenn links und rechts. Okay, das wäre das Erste. Es geht gleich weiter mit dem Zweiten. Reines Wasser. Reines Wasser besteht ausschließlich aus Wassermolekülen. Modellhaft wird angenommen, dass ein Wassermolekül eine Masse von 3 mal 10 hoch minus 23 Gramm hat. Berechnen Sie die Anzahl der Wassermoleküle in 3 Kilogramm Wasser. Aha, also das heißt, momentan haben wir oben Gramm und hier Kilogramm. Also machen wir 3 Kilogramm ist gleich 3000 Gramm. Okay, und jetzt muss ich also als nächstes, nämlich muss ich dividieren. Nicht? Also ich will wissen, wie oft das hineinpasst. Die 3 mal 10 hoch minus 23 in 3000 Gramm. Also nehmen wir 3000 dividiert durch Klammer, sicherheitshalber, 3, je nachdem welchen Rechner man hat, mal 10 hoch minus 23. Okay. Und was kommt da raus? 10 hoch 26. Okay, also 10 hoch 26 Moleküle gehören. 10 hoch 26 Moleküle. Zehn auf 26 Moleküle. Okay, passt. Geht weiter. Nummer 3. Was haben wir da jetzt? Jetzt ein bisschen komplizierter. Vermietung. Alexander vermietet 4 Wohnungen. In der nachstehenden Tabelle sind die Bruttomieten und die Betriebskosten für ein bestimmtes Jahr angegeben. Wohnungen, Bruttomiete und Betriebskosten. Die Spalten der Tabelle können als Vektoren angeschrieben werden. Dabei gilt der Vektor B die jeweiligen Bruttomieten. B, okay, das ist das B. Dann schauen wir da oben das B hin. B, Bruttomieten. Und der Vektor K, die Betriebskosten. K. Die Bruttomieten sind die Summe aus Nettomieten und Betriebskosten. Der Gewinn nach Abzug der Steuern beträgt 60% der Nettomieten. Berechnen Sie den Vektor G, dessen Komponenten, G ist der Gewinn, aha, dessen Komponenten Alexanders Gewinne aus der Vermietung der 4 Wohnungen sind. So, die Bruttomieten. Bruttomieten ist gleich, also da steht Bruttomieten ist gleich Nettomieten N plus Betriebskosten K. Was wollen wir? Der Gewinn. Okay. Nach Abzug der Steuern beträgt 60% der Nettomieten. Gewinn ist gleich 60% mal Netto. Netto. Okay, jetzt haben wir die zwei Angaben. Das heißt, ich muss mir zuerst aus der ersten Gleichung den Netto ausrechnen. Also schreiben wir, Netto ist gleich Brutto minus K. Minus K. Und dann muss ich also noch als Gewinn nehmen, ist gleich 60% sind 0,6 mal. Und jetzt muss ich das B minus K nehmen. Klammer B minus K. Aber das war jetzt die Netto. 60% der Nettomieten. Ja, berechnen Sie den Vektor. Okay. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier der Reihe nach B minus K rechnen und dann mal 0,6. Das heißt, das wäre also der Gewinn G, Vektor G, wäre also da hier in der ersten Zeile. Die 4800 weniger 1200
So, 4.800 weniger 1.200 ergibt 3.600 mal 0,6 ist 2.160. 2.160. So, das war die erste Zeile. Jetzt haben wir 5.500 minus 1.400 und mal 0,6 ergibt 2.460. 2.460. Dann hätten wir als drittes die 6.000 weniger 1.800. Weniger 1.800 und mal 0,6 ergibt 2.520. 2.520. Und das letzte 7.000 weniger 1.900. Weniger 1.900 mal 0,6 ergibt 3060. 3060. Okay, das wäre der entsprechende G-Vektor. Gut, passt. Weiter. Teilungspunkt einer Rechteckseite. Okay. Nachstehend ist ein Rechteck mit den Endpunkten A, B, C und D dargestellt. Der Punkt T teilt die Strecke CD im Verhältnis 3 zu 1. CD, also 3 rechts, links 1. Okay, das heißt, im Endeffekt haben wir da vier Teile, ne? Also wenn ich da sozusagen da auch noch einen Punkt her tue und da noch einen Punkt, dann hätten wir insgesamt diese vier Teile. Gut. Für den Punkt T gilt, T ist gleich R mal AB, AB mal R plus S mal DA. DA. Ermitteln Sie R und S. AB nach rechts und DA hinunter. Was sagen wir mit hinunter? Für den Punkt T. Und vom Punkt A aus. Vom Punkt A will ich ja eigentlich hinaufgehen. AD. Das heißt, das S muss also einmal hier minus 1 sein. DA ist falsch. Also muss S einmal minus 1 sein. Dann bin ich also von A ausgegangen. Ich gehe von A aus. Dann bin ich einmal bei D. Und von D nach C muss ich also ein Viertel nehmen von DC. DC ist dasselbe wie AB, also muss ich das R ein Viertel sein. Ein Viertel von dem. Weil ja hier 3 zu 1 ist der Summe gleich 4, also wird das ein Viertel. Also, ja, 1 durch 4 mal, achso, ja, ein Viertel. Der Vektor ist ja schon da. Der AB-Vektor ist ja gleich der DC-Vektor. Okay, passt. Gut, können wir weitergehen. Zwei Geraden im Raum. Gegeben sind zwei Geraden G und H aus dem R3. G ist x gleich a plus t mal a Vektor. Oder h ist x b plus s mal b Vektor. Okay, zwei Geraden. Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Angrenzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. Falls, aha, ja, also a nicht aus h ist, a ist aus g und a gleich b Vektor ist, dann sind sie, naja, wenn die Vektoren gleich sind, dann sind sie parallel. Also weder das und nicht identisch, weil A ist nicht aus H, also geht nicht. B ist aus G. Gut, B ist aus G, ein gemeinsamer Punkt und das Skalarprodukt ist 0. Das heißt, die sind rechtwinkelig und haben einen gemeinsamen Punkt B. Rechtwinkelig. Identisch, windschief, schneidend geht auch nicht. Ja, schneidend stimmt, aber ja, okay. Schneidend würde stimmen, weil sie sich schneiden in B. Ja, das heißt, das können wir mal ankreuzen. Wir werden trotzdem das dritte nochmal uns anschauen. A ist gleich R mal B, also A ist ein Vielfaches von B-Vektor, also das sind sie parallel. Und B ist nicht aus G. B ist nicht aus G, das heißt, sie sind parallel, aber eben halt nicht identisch. Okay, das wäre eigentlich fast dasselbe das erste. Passt. Wir haben also hier die Kreuze. Passt? Gut.